Na, so, weiß ich jetzt nicht. Hey yo, und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich beschäftige mich heute mal mit einer GPU-Kühllösung, die scheinbar irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Sowas will man nicht mehr haben, glaube ich. Genau das Zeug, was ich hier habe, kann man gar nicht mehr kaufen. Vergleichbares ist irgendwie noch als Neuteil zu bestellen, allerdings auch nicht lagernd oder sehr unpassend. Vielleicht gibt es sowas noch als Restbestand, aber ich finde, sowas braucht man eigentlich wohl ab und an mal. Vielleicht bin ich auch zu pingelig, das kann ganz gut sein, aber ohne solche Erfindungen oder Tuning-Ideen, da hätte ich, glaube ich, ein kleines Problem. Gleiche Stelle, gleiche Welle, gleiche Frequenz. Okay, folgendes Problem. Ich habe hier eine RTX 2070, die habe ich für 130 Euro besorgen können. Die war relativ günstig gewesen, würde ich auf jeden Fall sagen. Und als ich sie hier getestet habe und gesehen habe, das ist ein blauer Fan-Design, die Teile sind manchmal ein bisschen lauter. Allerdings gefällt mir die Geräuschkulisse nicht. Ich habe jetzt hier mit dem Schallpegelmesser 42 Dezibel gemessen. Das Problem ist allerdings, Dezibel ist eher eine Lärmmaßeinheit. Auch wenn man irgendwelche Testgeräte dafür findet, so für unter 100 Euro. Die sind halt dafür da, um irgendwelche Maschinen zu testen oder so. Und auch wenn man sagen könnte, oh, mein PC ist voll die Maschine. Nee, ist irgendwie nicht das Richtige, deswegen, aber es wird vielleicht einen Unterschied geben zu später, müssen wir dann nochmal schauen. Ich habe bei der Karte schon Wärmeleitpaste getauscht, das heißt, da haben wir jetzt rund 5 Grad auf jeden Fall noch rausbekommen und ein, vielleicht 2 Dezibel oder so. Allerdings, wenn ich jetzt messe, haben wir auf einmal 45 Dezibel. Ich habe ja auch ein anderes Mainboard, vielleicht ist auch der Boxkühler hier schuld, aber die CPU macht eigentlich nichts. Nee, ganz komisch. Und ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen in so einem System, was ich dann am Ende anbieten würde, dass man dann so ein wie hier jetzt hört. Im Video kommt es wahrscheinlich nicht so gut rüber, deswegen habe ich das Mikrofon mal dahin gepackt. Das ist so gerade eben noch okay, finde ich, aber das geht besser. Bevor ich jetzt irgendwas umbaue, packe ich dich nochmal in ein Gehäuse, was eigentlich einen ganz vernünftigen Airflow hat, wenn man da vielleicht noch so ein Seitenpanel vorhat, vielleicht ist das ja schon okay. Ich sag dir ganz ehrlich, das Teil hört sich an wie ein Kühlschrank. Weiß ich jetzt nicht. Also ja, so kann man arbeiten damit, aber stell dir vor, du hast das Teil, wenn du hier den Schreibtisch hast, die ganze Zeit neben dir sitzen und spielst dann irgendwas, da musst du einen Kopfhörer aufsetzen. Mich würde es stören, wenn das die ganze Zeit so laut wäre. Ich habe, glaube ich, zwei universelle Grafikkarten, Kühler, mit denen das eventuell was werden könnte. Vielleicht nicht unbedingt in diesem Gehäuse, aber in einem anderen. Ich habe noch irgend so ein riesiges von Be Quiet. Dann ist das wahrscheinlich das Teil aber richtig leise. Da sind da nämlich 240 mm Lüfter dran. Und dann guckt der Lüfter auch über die Karte drüber, weil die eigentliche Grafikkarte geht ja nur bis hier und das ist ja nur der Kühler dafür. Ja, das mache ich gleich. Aber erstmal lüstet es mir nach Pizza, deswegen hole ich die jetzt, dann hole ich noch einmal ein Paket ab und dann bin ich gleich wieder da. Gern geschehen, dass du jetzt auch Hunger auf Pizza hast. Während die Pizza jetzt im Ofen ist, kann ich einmal zwei Modelle zeigen, damit man weiß ungefähr, wie es aussieht. Das ist das Kärtchen an sich und ach, das ist voll schade, dass das so nicht läuft. Aber während die Pizza jetzt im Ofen ist, kann ich einmal die beiden Kühler zeigen, die irgendwie funktionieren sollten. Da habe ich einmal dich hier. Du kommst wohl von Skyd. Wie auch immer du heißt. Die Abstände hier habe ich gesehen, die passen. Bei dir müsste ich noch schauen, aber das ist so ein Riesenteil, dass, ja, irgendwie sollte das wohl klappen. Hier sind auch noch so aufklebbare RAM-Kühler dabei. Die bräuchte man auf jeden Fall wohl. Oder ich würde auf jeden Fall noch neue nachbestellen. Da liegen noch, glaube ich, welche drin, wo, weil das Teil von einem Zuschauer kommt. Da gibt es auch noch Lüfter dazu, so kleine. Ich hoffe, die finde ich auch noch. Ihr mir dazu geschrieben hatte, dass ich auf jeden Fall die Heatpads hier drauf erneuern sollte. Ich hoffe, das passt so irgendwie alles. Ich weiß nicht, das wird alles so riesig. Und ich hoffe, das sieht am Ende so halbwegs schön aus irgendwie. Und dass es auch hiermit klappt, das sind Spannungswandlerkühler. Das kann wohl so klappen, aber das klebt wahrscheinlich nicht ordentlich. Man kann, glaube ich, Klebepads nachbestellen. Wenn man jetzt bei Google einfach mal Universal GPU-Kühler angibt, dann kommen da so Modelle, so ich glaube 60, 70, 80 Euro sind dann die billigsten. Da könnte man dann gleich eventuell drüber nachdenken, wenn man für 100 Euro schon Wasserkühlungsblöcke bekommt, dass man einfach sowas tut. Aber Wasserkühlung oder generell Custom-Wasserkühlung habe ich jetzt einmal gemacht, aber ich meine, gut, ein Radiator, der sonst nirgendwo reinpasst, aber in das andere Gehäuse, was ich gerade gezeigt habe, passt das auch nicht alles rein. Ja, ich fange erstmal mit dir an, bin mal gespannt, wie das dann aussieht. Wird aber wahrscheinlich entweder laut oder nicht besonders gut gekühlt sein, weil ich mir hiervon nichts Großes vorstellen kann, aber werden wir ja gleich sehen. Heilige, die Pizza war lecker. Ja. Jetzt müssen wir das Teil hier einmal komplett zerlegen. Ja, komplett wäre eine gute Idee. Und deswegen tue ich das jetzt auch. Aber ich mache hier mal
Oh, ich müsste diese Magnetschalen nochmal sortieren. Den hier, dann kann ich da die Schrauben reinpacken und dann kann ich sie auch nicht verlieren. Man sollte jetzt meinen, dass so ein Kühlertausch nicht übermäßig kompliziert oder schwer ist, und das ist es eigentlich auch nicht. Der Tausch an sich war easy, aber der Arbeitsspeicher oder Spannungswandler, ne, das muss ja auch irgendwie gekühlt werden. Und diese gebrauchten Klebe-Heatpads da, die haben nicht mal vernünftig gehalten. Habe ich mir zwar schon gedacht, dann kam ich auf die Idee, mein 3M-doppelseitiges Klebeband zu verwenden. Finde ich eigentlich auch echt schwach, dass man das so macht oder machen muss. Weil, ne, wenn es heiß wird, dann löst sich so ein Kleber ja eigentlich auch gerne mal auf. Vielleicht gibt es ein hitzebeständiges doppelseitiges Klebeband. Wenn ich sowas neu nachkaufe, kann ja nicht allzu teuer sein, dann kannst du das auch so machen. Aber es hat einfach nicht geklebt. Ne? Ich habe das auch versucht zu entfetten. Isopropanol kann helfen, aber ich weiß, dass da auch immer, wie bei Bremsenreiniger, so ein kleiner Film übrig bleibt. Den habe ich dann versucht, noch mit Fensterreiniger bzw. Glasreiniger zu entfernen. Das Zeug ist ja auch zum Entfetten da, hat aber auch nicht ganz so gut geklappt. Also jetzt mittlerweile geht's dann wohl, aber vor allem die Spannungswandler, da musste ich mir dann noch was überlegen, weil das, was ich hatte, da waren einfach nur Heatpads drauf. Wie soll das halten? Weil Heatpads kleben nicht. Ganz, ganz komische Sache, finde ich. So, die Karte habe ich jetzt zusammen. Sieht so aus, sieht okay aus. Ich hätte gedacht, dass das hässlicher aussieht, aber das war nicht schön zusammenzubauen. Auch die Teile hier aufzukleben, damit der Arbeitsspeicher ein bisschen gekühlt ist. Und auch hier die Spannungswandlerkühlung, die haben wir jetzt gerade gar nicht. Deswegen, ich lasse das Teil nicht lange laufen. Ich hoffe, das reicht so, weil das ist auch ein Stück zu hoch, schätze ich. Aber kriegt man ja alles hin. Man kann ja auch diese Teile da drüber packen. Dann lass mich dich doch einbauen und eben einmal anwerfen. Und dann schauen wir uns Temperaturen und Lautstärke einmal an. Ich muss ehrlich sagen, so von der Kühlleistung her bin ich begeistert. Wir sind jetzt bei 64 Grad, ne? Du bist echt flüsterleise. Da ist fast der, ja gut, da ist ein i3 drin, der hat damit wahrscheinlich ein bisschen mehr zu tun, ist ein bisschen was Älteres. Da ist fast schon der Boxkühler lauter als du jetzt gerade. Das Teil ist übermäßig effektiv. Fief. Also, ne, das sieht nicht schön aus. Das sieht wirklich, also, ne, weiß ich jetzt nicht. Oder lass mal eine Meinung dazu da. Also, das sieht zwar so aus, als hätte man sich damit befasst, aber, naja, und gerade wenn man dann in den PC reingucken kann, na gut, wenn man das eh von der Seite oder so sieht, vielleicht so ein bisschen, dann kann das okay aussehen. Weiß ich jetzt nicht, oder? Sag mir mal bitte was dazu. Ich mache mir da irgendwie gerade Sorgen drüber. Und dann haben wir auch noch diese Teile hier. Ja, da habe ich jetzt zwei Heatpads quasi übereinander gepackt und dann, die hatte ich ja gerade in groß gezeigt, ne? Die einfach da drüber gelegt und damit die nicht runterfallen, mit so einem Draht einfach, damit sie eben nicht runterfallen, damit ich das hier testen kann irgendwie. Ist das normal? Also, dass da der Kleber nicht so vernünftig drauf hält? Wenn man jetzt bei eBay schaut, man kann auch solche Teile kaufen, da ist da dann so ein kleiner Klebefilm drauf, aber steht dann auch teilweise 3M drauf, wo ich mir denke, ja, es hält jetzt gerade, aber wie wird das dann später sein? Manche kannst du auch kaufen, da ist dann so ein Heatpad drauf, so wie da, und das haftet nach einiger Zeit eigentlich auch wohl. Aber eine Karte ist ja so eingebaut und eigentlich habe ich dann Angst, dass sie runterfallen später. Ist meine Angst da berechtigt? Da hätte man jetzt hingehen müssen, das Teil noch einen Zentimeter runtersetzen müssen, damit das nicht so krass auffällt. So, und dann haben wir noch dieses Gerät hier, das da unten, das ist wohl der ProLimatec MK26. Problem ist allerdings, dass der hier nicht passt. Ich hatte ja gemessen, 4,8 cm sind die Schraubenlöcher voneinander entfernt, die kleinen auf jeden Fall. Und wir haben hier zwei Schablonen, das hier ist ein Stück zu groß und hier, die sind ein Stück zu klein oder viel zu groß, also kann ich den hier leider nicht installieren. Ist echt schade, dass es da so viele verschiedene Größen irgendwie gibt, anstatt dass man einfach sagt, Nvidia 5 cm und AMD 4,5 oder auch andersrum, weiß ich jetzt nicht, aber da muss man das natürlich auch immer nehmen, wie es passt. Ja, dann muss es tatsächlich eigentlich so bleiben, wenn man ordentliche Temperaturen haben möchte, aber weiß ich jetzt nicht. Was sagt ihr dazu? Also Temperaturen oder Funktionalität ist zwar auch wichtig, aber läuft das Ding zu heiß, geht es schneller kaputt? Hier hat man jetzt vielleicht noch Overclocking-Funktionen. Ich kann hier noch einen anderen Lüfter drauf packen. Ach so, ja, Moment. Bei dem ProLimatec-Lüfter sieht so aus, als hätte ich die Nase geputzt. Aber damit habe ich gerade alles sauber gemacht und noch eine Schere oder so, weil da Klebereste alle drauf waren und man da nicht vernünftig schneiden kann. Jedenfalls, diese Grafikkarte hat einen Anschluss, der hierzu passend ist, sodass ich da einfach zwei Lüfter anschließen kann. Aber dieser Lüfter ist ein 3-Pin-Lüfter und kann nicht geregelt werden. Vielleicht finde ich jetzt aber noch einen 4-Pin-Lüfter, den ich hier draufsetzen kann. Ne? Warte mal, ist das 120 oder 140? 120 sogar nur. Und sogar ein bisschen dünner. Das versuche ich da auch mal zu adaptieren, dann braucht man nämlich das Teil hier nicht. Und dann bin ich mal über die Lüftersteuerungskurve da gespannt.
Aber ich finde mittlerweile, wenn man das Teil so von der Seite sieht, sieht das gar nicht ganz so billig aus, muss dann eben nur ins Gehäuse passen. Das probiere ich gleich nochmal aus, ob das bei dem Gehäuse passt, was wir gerade eben gesehen haben. Dann brauche ich eine Meinung von euch. Ist das, macht man das so? Ist das so okay? Und vor allem, wie kriege ich da die RAM-Kühler ordentlich befestigt? Muss ich einfach neue Kühler kaufen und dann die Pads da verwenden? Weil das hier klebt ja auf den Kühlpads ganz in Ordnung, nur eben auf den RAM-Chips nicht. Oder muss ich die nochmal, weiß nicht, abschleifen oder so? Oder mit Spiritus komplett entfetten? Kann ja nicht sein, dass das nicht ordentlich hält. Also jetzt gerade geht's, aber ja, gerade für die Spannungswandler da hinten, die werden ja auch richtig heiß. Wenn wir jetzt die Standardlüftersteuerung der Grafikkarte verwenden, sind wir hier sogar nur bei 57 Grad. Allerdings bist du ein bisschen lauter mit diesem einen Lüfter. Aber das ist trotzdem so jetzt gerade um Welten besser. Natürlich bist du da auch nur mit so einem Draht dran befestigt, oben jetzt gerade. Nur einmal zum Testen. Ich habe in meiner Sammlung auch keinen dünnen 120 mm Lüfter gefunden mit einem 4-Pin-Anschluss. Weil man da tatsächlich so ein extra, oder der Draht, der ist nur für solche Lüfter ausgerichtet, ne, ist klar. Yeah, sehr viel leiser jetzt. Wie sieht denn das eigentlich aus? Was sagt ihr, wenn man die Grafikkarte so sieht? Ne, das passt so gerade eben mit dem Teil, das wundert mich sehr. Deswegen kann das eigentlich auch so bleiben. Das habe ich da nur eben reingepackt, weil der Lüfter noch runterfällt, weil ich den ja nur an einer Seite fest habe. Ich würde sagen, wenn man diese Befestigung hier nicht mehr sieht, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Dann muss ich mir da vielleicht irgendwas aus Metall mal zurechtbiegen. Das wird nicht funktionieren, deswegen dann auch die Lüftersteuerung für die Grafikkarte so anpassen mit Zieltemperatur 65 Grad oder so. Dann bist du nämlich noch ruhiger. Oder sagt ihr, nee, das ist nicht schön so, wenn, dann nur mit dem originalen Kühler, weil zu verbastelt, nur original ist richtig. Aber es wundert mich echt, dass Nvidia dann dieses Grafikkartendesign abgesegnet hat. Das Ding hier ist ja von Zotac, ne? Und Zotac baut auch jetzt noch Grafikkarten für Nvidia, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Oder hat es zumindest sehr, sehr lange getan. Das geht auf jeden Fall besser. Also was nehmen wir daraus? Wenn wir uns eine Grafikkarte kaufen, am besten nicht das Blower-Fan-Design, es sei denn, das Teil ist ordentlich günstig und jetzt 100 Euro günstiger. Da kann man das schon mal machen, finde ich wohl, ne? Aber das Blower-Fan-Design ansonsten ist eher so für, weiß nicht, eine 1060 vielleicht geeignet, ne? Irgendwas, was jetzt nicht ganz so viel Strom zieht oder so. Weil ich das auch bei eBay gesehen habe, dass da dann eine 1080 Ti verkauft wurde. Einem Universalkühler, der kostet etwas unter 100 Euro, glaube ich. Und da wurde auch der Originalkühler gezeigt und das war genau das Ding. Entschuldigung, aber für so eine Karte, das kannst du im Serverbereich vielleicht machen, aber das ist ja keine Serverkarte. Entweder schwierig, was zu finden, was passt. Schwierig, was zu finden, was jetzt nicht die Hälfte der Karte kostet, so gefühlt, wenn man es haben möchte, wenn es denn wirklich passt. Und das bisschen Arbeit damit hin und her ausprobieren. Gab ja jetzt ein Video, vielleicht ein bisschen Diskussionsbedarf. Ja, ja, ist ja auch mal ganz schön. Aber würdet ihr das so machen, wenn ihr, sage ich jetzt mal, für 50 Euro einen Kühler findet, der passen würde, der die Temperaturen um 20 Grad sinkt und dabei nicht mal halb so laut ist gefühlt? Oder verkauft man dann die Karte so und holt sich dann gleich was anderes? Stimmt, das könnte ich auch machen. Habe ich da, ja, aber jetzt habe ich das Teil ja schon quasi fast fertig zusammen. Ich muss mir nur noch was überlegen für den Lüfter. Den Lüfter kann ich dann auch am Mainboard anschließen und darüber regeln lassen. Oder eben über MSI Afterburner später. Man muss es halt nur machen. Wenn man jetzt mal schaut, was man so bekommt, gibt es einmal den Morpheus 2 bzw. Morpheus 1. Dieser hier ist gerade nicht lagernd und der würde, glaube ich, auch wohl für das Referenzdesign, was ich jetzt hier habe, passen, ne? Die 2070, aber 75 Euro, weiß ich jetzt nicht. Das andere Modell hier ist ein etwas älteres, unterstützt diese Karten hier, anstatt dass sie damit dazu schreiben, ja okay, das ist der Abstand der Schraubenlöcher oder Gewindelöcher. Lüfter optional, sind nicht mal Lüfter hier mit dabei, also finde ich ein bisschen teuer. Wenn man schaut, eventuell könnte das hier passen, aber 230 Euro für eine Wasserkühlung. Und dabei ist die 2070 von mir nicht mal mit dabei. Hoffentlich wird dann hierbei aber auch Spannungswandler vielleicht mitgekühlt, beziehungsweise die Anzahl an Speicherchips. Dann habe ich das hier noch gefunden, aber das ist eher, glaube ich, nur ein Halter für irgendwas. Das braucht kein Mensch. eBay, naja, eBay Kleinanzeigen, da findet man ab und zu mal was, wie zum Beispiel das hier, nur der Kühler für 50 Euro mit der defekten Karte. Ich bin preislich immer noch nicht so ganz überzeugt, hier nochmal für 30 Euro, dann muss das aber mit den Abständen hier passen oder man bräuchte vielleicht so einen kleinen Gewindeschneider oder so und das Teil habe ich hier auch. Passt auf mein Modell leider nicht drauf vom Lochabstand her. Und das hier ist jetzt das, was wir im Video gesehen haben, wenn man sowas haben möchte. Und hier sucht irgendjemand einen Kühler oder eine Halterung dazu oder so. Ah, siehst du, das ist der Prolimatec, den ich jetzt habe, der aber nicht passt. Ist hier ein Klebepad dabei zufällig? Ja, wenn die Teile kleben, dann kann man sich das ja besorgen, aber ich bin einfach nicht perfekt überzeugt. Es tut mir leid. Habe jetzt nochmal ein Modell gefunden, was man hier und da gebraucht noch findet.
den Arctic Cooling Accelero Twin Turbo, genau. Und hier steht dann auch tatsächlich ein Abstand mit dabei bei den Schrauben. Und passt zwar nicht zu mir, ich hatte gerade gedacht, ich hätte 48 mm gelesen, 48,4. Ein Millimeter hat man ja wohl ein bisschen Toleranz, die Löcher sind ein Stück größer. Hier steht jetzt auch dabei, dass man die Schaltungskomponenten mit dem Radiergummi reinigen soll. Let me try that. Hier steht jetzt aber auch dabei, dass es Wärmeleitkleber gibt. Aushältezeit 60 Minuten. Problem ist dann nur, dass das höchstwahrscheinlich dann permanent ist, ne? Ja, ich muss gestehen, mit dem Radiergummi klappt es tatsächlich ganz gut. Ich bin mal hier rüber gegangen, habe da jetzt doppelseitiges Klebeband drüber gepackt und eigentlich dürfte das auch schon so funktionieren. Die hier sind aber tatsächlich mittlerweile, ne? Auch wohl ein Stück fester geworden. Vielleicht, weil sie einfach warm geworden sind, das kann ja gut sein. Aber hiermit kann man dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Fett abtragen, beziehungsweise eine ganz, ganz, ganz dünne Schicht irgendwie. Dann würde ich aber sagen, zusammengefasst habe ich jetzt das, was ich will. Ich habe eine Grafikkarte, die sehr viel leiser ist und auch kühler geworden ist, wo man noch selber ein bisschen was noch einstellen kann, ohne dass ich Angst habe, dass man das Teil gleich stirbt. Jetzt brauche ich nur so ein Gefühl dafür, ob das okay ist, so wie die Karte jetzt aussieht. Ich finde es voll schade, dass es solche Sachen nicht öfter mal zu kaufen gibt oder dass das alles so verschiedene Größen sind und hier und da. Na, vor allem, es kann ganz gut sein, dass man einen passenden Kühler mit einem ordentlichen Design dafür kaufen kann. Aber dann, dazu müsste man dann Maße haben und sich mehrere Modelle anschauen und hier und da. Und da habe ich eigentlich auch keine Lust zu. Eigentlich geht es ja auch mit den 80 Grad dann, aber ich weiß nicht, wie sensibel seid ihr oder ist man da generell, wenn so ein PC laut ist. Weil das wird ja mit der Zeit dann nicht besser und 80 Grad, sorry. Vielleicht kriegt man das Teil ja noch irgendwie etwas interessanter, wenn man an der LED-Leiste dran klebt. Also nein, das mache ich nicht, aber ja, es ist auch wieder so eine Sache. Sowas kann man für seine eigene Grafikkarte machen. Mir wäre das eigentlich egal, wenn ich da jetzt meine Grafikkarte drin habe, wie die aussieht. Da wäre mir das auf jeden Fall wichtig, dass die ordentlich leise ist, auch wenn da dann 140 mm Lüfter drauf ist oder irgendwie so ein fettes Ding. Aber es muss am Ende natürlich auch noch irgendwas aussehen und naja, nicht unbedingt zusammengebastelt sein. Oder den Anschein erwecken, als hätte man da irgendwas zusammengebastelt. Aber werde ich ja vielleicht später mal sehen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.